Auch noch zu sagen, wichtig ist bei der Einreise, dass man sich die Bedingungen der Einreise beim Veterinäramt oder beim Tierarzt zum Beispiel besorgt, um dann halt auch die Bestimmungen zu erfüllen. Nicht, dass es bei der Einreise dann zu Komplikationen kommt. Ja. Okay. Vielleicht noch eine kleine Frage zum Anschluss. Reiserücktrittsversicherung, was kostet die so in der Regel? Das ist gestaffelt so nach dem Reisepreis. Auch je teurer der Reisepreis, desto höher die Versicherungsprämie. Liegt im Durchschnitt so um die 24 Euro, sage ich einmal. Ja? Für eine Woche, ja? Eine Woche, eine Reise, die ungefähr im Zeitraum, also nicht im Zeitraum, sondern vom Reisepreis um die 500 Euro liegt. Ja, da liegen wir so bei die 24 Euro. Das geht natürlich immer höher dann dementsprechend, ja. Okay, dann will ich dich nicht weiter stören. Dankeschön. Frohes Schaffen noch weiterhin. Ja, und wir wollen uns mal dem nächsten Berater widmen. Das ist, glaube ich, der Ingo, der sitzt da hinten, und da gehen wir mal schnell rüber. So, und wir sind bei unserer letzten Phase des Argonaut-Kompetenztests 2008. Und Ingo, wie gesagt, wird auf die Probe gestellt. Hallo Ingo, grüß dich. Es gibt ja immer wieder Probleme vor Ort, wenn ich im Urlaub bin, wo ich vielleicht, das Essen ist nicht vernünftig, ich habe nicht das richtige Zimmer, pipapo. Du kennst das sicherlich von euren Anrufern. Was kann ich vor Ort alles für Hilfe von euch erwarten? Also es kommt natürlich immer darauf an, wo der Schuh des Kunden drückt. Hat er jetzt kein Zimmer bekommen oder hat er kein Zimmer bekommen, was er gebucht hat? Hat er gar einen Unfall gehabt? Also wir verweisen in der Regel immer auf die Reiseleitung vor Ort. Das ist auch sein Ansprechpartner im Zielgebiet. Und wenn es dann halt gar nicht weitergeht, versuchen wir hier auch vor Ort in Düsseldorf was zu klären. Was sind das für Leute, die vor Ort für euch arbeiten? Das ist unsere Agentur, zum Beispiel Polar West. Die holen die Kunden auch im Flughafen ab, fahren die Kunden zum Hotel. Und die betreuen die Kunden auch während des kompletten Urlaubs. Das heißt, ich habe vor Ort eigentlich immer einen Ansprechpartner, an dem ich mich dann für jeden Kram, für jede Kleinigkeit wenden kann? Immer, absolut. Es ist immer jemand für die Kunden da. Die Reiseleitung hat auch Sprechstunden im Hotel, in der Regel 2 bis 3 Mal die Woche, wo die Kunden dann auch mit ihren Problemen oder Problemischen sich hinwenden können. Okay. Es gibt ja kleinere und größere Probleme und welche verschiedene Art. Mit welchen Problemen wende ich mich denn an den Reiseberater vor Ort und mit welchen Problemen wende ich mich an euch? Macht das überhaupt Sinn, hier anzurufen, wenn ich schon irgendwo in Antalya zum Beispiel bin? Also in der Regel greifen die Kunden natürlich sehr schnell zum Telefon und rufen uns natürlich an. Aber ganz so viel können wir hier nicht machen. Also wir verweisen die Kunden dann in der Regel immer wieder ins Zielgebiet, zur Reiseleitung oder sagen dem Kunden dann auch dann die Telefonnummer der Reiseleitung vor Ort. Aber das ist dann immer der Ansprechpartner in der Türkei oder im Zielgebiet halt selbst. Aber im Notfall kann ich mich auf jeden Fall an euch wenden, wenn ich zum Beispiel irgendwo im Gebirge verunglückt bin, habe die Nummer von meinem Reiseberater nicht dabei, aber vielleicht einen Gutschein von euch oder eine kleine Unterlagen. Zur Not kann ich hier anrufen, nehme ich an. Also wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Kunden und sind dann auch immer da. Dankeschön. Auch dir Note 1 mit Sternchen. Ich muss sagen, Kompetenztest 2008 bei Argonaut in den heiligen Hallen der Pauschaltouristik in Deutschland ist bestanden, würde ich sagen. Und mir bleibt eigentlich nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden hier aus Düsseldorf. Und ich gebe zurück zu dir ins Studio, Dirk. Danke, Uli. Dank auch an all die Kollegen bei Argonaut, dass sie so eifrig Rede und Antwort gestanden haben. Aber zu guter Letzt, Uli, kommt übrigens gut nach Hause. Bis gleich. Zu guter Letzt wollen wir Sie denn doch noch einmal entführen, und zwar nach Kroatien, genauer gesagt an die Adria, denn dieses Urlaubsland ist ganz gewaltig im Kommen und das zu Recht. Kroatien, 4,4 Millionen Einwohner, die Hauptstadt ist, Sie wissen es sicherlich, Zagreb, eine nicht ganz so große Stadt, hat etwa 1 Million Einwohner, dann kommt Split als nächstgrößte Stadt mit gut 200.000 Einwohnern, ganz, ganz viele Inseln gibt es in Kroatien. Die bekannteste ist sicherlich Krk. Oder wird sie Krk gesprochen? Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Rufen Sie uns einfach an. Geschrieben wird sie auf jeden Fall KRK. Es gibt 8 Nationalparks, es gibt 10 Naturparks und sogar UNESCO-Weltkulturerbe ist Kroatien gewesen, respektive der Palast von Kaiser Diokletians. Das als Grundinformationen zu Kroatien. Und dann gibt es natürlich einige Ferienorte, die extrem beliebt sind. Der allerbeliebteste und sicherlich auch bekannteste ist Istrien. 2 bis 3 Millionen Touristen gibt es dort jährlich. Und es ist einer der sonnigsten Orte Europas. Diverse Urlaubszentren wie Umag, Pula oder Rabak. Ganz viele moderne Ferienanlagen aller Kategorien gibt es dort. Und vor allen Dingen kann man dort extrem gut tauchen. Die Felsküsten halten das Wasser rein, kein Sand, der aufgewühlt wird. Deswegen haben Sie da, wenn Sie denn unter Wasser unterwegs sind, eine ganz fantastische Sicht. Das zweite wirklich fantastische Urlaubsgebiet, natürlich Dalmatien. Und das ist für Leute, die ein bisschen mehr nach Leben suchen, Strandurlaub suchen oder
auch die andere Option wählen möchten, denn in die kleinen, abgelegenen Badebuchten gehen möchten. Und dann gibt es in Dalmatien noch die Perle der Adria, das ist die Hafenstadt Dubrovnik. Wenn Sie nicht wussten, dass Dubrovnik auch Perle der Adria genannt wird, machen Sie sich keinen Kopf, ich wusste es auch nicht, bis ich kurz vor der Sendung darüber informiert wurde. Ein wunderschönes Urlaubsgebiet in Kroatien ist denn auch die Kvarner Bucht. Vor allen Dingen ist das ein begehrtes und begeisterndes Segelrevier. Ausgangspunkt vieler Segeltouren ist die Hafenstadt Rijeka. Und von dort aus können Sie in wirklich wunderschöne Buchten segeln oder sich auch eine der zahlreichen Inseln vor der Küste anschauen. Apropos vor der Küste, das Gewässer der kroatischen Adria wurde vom ADAC im Jahre 2006 übrigens als das sauberste des Mittelmeers bezeichnet. Und dem ADAC glauben wir ja immer wieder und glauben wir auch immer wieder gerne. So, das war's denn mit Kroatien. Was nehmen wir aus der Sendung von heute mit? Erstens, dass die Berater von Argonaut kaum vor Probleme zu stellen sind, die sie dann nicht lösen können. Und Uli hat sich bei seinem Test nun wirklich alle Mühe gegeben. Auch ein Hund, der Staupe kriegt, ist kein großes Problem. Entweder wird er rechtzeitig gesund oder er bleibt halt zu Hause mit dem Reiserücktritt. Diese Frage hat Uli auch geklärt. Zu guter Letzt haben wir in der Sendung natürlich wieder etwas zu gewinnen für Sie. Sie müssen gar nicht so wahnsinnig viel dafür tun. Sie müssen uns nur 5 Gründe nennen, warum Sie unbedingt nach Kroatien wollen. Und derjenige von Ihnen, der die besten 5 Gründe genannt hat, der bekommt von uns dann eine Reise nach Kroatien geschenkt. Darüber hinaus wird denn auch die Teilnahme sowieso belohnt, denn es gibt noch 50 Reisegutscheine für diejenigen, die an diesen Argumentensuchen für Kroatien beteiligt sind, verlost werden. 50 von Ihnen bekommen also einen Reisegutschein im Wert von 50 Euro. Der dann einzulösen ist bei der nächsten Buchung bei argonaut.de. Das war's jetzt von mir. Uli wird bei der nächsten Sendung hier wieder neben mir stehen und nicht in Düsseldorf sein. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Vergnügen mit uns, haben ein wenig was mitgenommen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.